GWC feiert Richtfest. In der Bahnhofstraße 37 und 38 wurde heute feierlich der Richtkranz auf das 5 Millionen Euro teure Bauprojekt gesetzt. Zusammen mit der Stadt wurde hier ausgelassen gefeiert. Start der Bauarbeiten war im Mai 2014. Die 36 neuen Wohnungen sollen voraussichtlich im November fertig sein. Einige der Wohnungen sind sogar noch zu haben. Kinder angeln am Amtsteich. Samstag heißt es für angelbegeisterte Kinder an die Ruten und los. Denn dann können die Kleinen am Amtsteich neben dem Dieselkraftwerk um die Wette angeln. Plötze, Rotfeder oder Ukelei. Hier können die Kinder der Angelschule zeigen, was sie gelernt haben. Also dann, Petri Heil. Auf die Felsen, fertig, los. Am Donnerstag wurde im Rahmen des Erich-Kästner-Festes der Kletterfelsen für die Schüler der Erich-Kästner-Grundschule eingeweiht. Nach dem Gewinn eines Ausschreibens arbeiteten Kinder, Lehrer und Eltern zusammen mit der Firma Build a Rock an den Entwürfen. Am Ende setzte sich die Black Pearl durch. Ein Schiffswrack für echte Piraten.